Wir haben euch eingeladen, zusammen mit uns den Menschen in Überflutungsgebieten 3 Tage lang zu helfen. 800 von euch sind dem Aufruf gefolgt. Es war schockierend, die Verwüstung mit eigenen Augen zu sehen und die tragischen Geschichten der Anwohner zu hören. Umso unglaublicher war die positive Einstellung einiger Anwohner und die Dankbarkeit, die sie uns entgegenbrachten. Ich bin hier der Hausbesitzer, auch wie alle anderen abgesoffen. Und ich begrüße euch hier. Danke. Vielen Dank für eure tatkräftige Hilfe. Wie ist denn die Stimmung hier in der Nachbarschaft? Gut. Und Sie haben gute Laune. Ja, ja, die soll man sich nicht verdammen lassen. Ich bin froh, dass ich überlebt habe. Und das andere schaffen wir noch. Ne? Wenn ich auch schon ein alter Sack bin. Philipp hat uns gezeigt, wie wertvoll es gerade in schwierigen Situationen ist, die Hoffnung und Lebensfreude nicht zu verlieren. Genau diese Hoffnung wollten wir auch den betroffenen Menschen schenken. Die Arbeit war oft, besonders wenn die Kamera nicht lief, hart und anstrengend. Aber wir haben alle gemerkt, wie viel Spaß es macht, für andere da zu sein und sie in der Situation nicht alleine zu lassen. Wir fahren jetzt hier zu dem Camp. Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute schon da sind. Ich glaube, wir kommen ausnahmsweise pünktlich, oder irgendwie? Ja, wir kommen echt pünktlich. Das ist auf jeden Fall schon mal eine krasse Sache. Wir zeigen euch gleich mal, wie das Ganze aussieht. Dann machen wir mal eine Tour über das Camp. Hallo, guten Tag. Wir wollten zu diesem Hochwasserhilfsding da hinfahren. Sind wir da richtig hier, oder? Hey! Jungs, wie läuft die Anmeldung hier? Super! Talita, wie sind die T-Shirts? Die sind top. Du bist die Einzige, wo das T-Shirt und die Hose zusammenpassen. Das ist schon perfekt, ich bin beeindruckt. Hier entsteht jetzt der spontane Zeltplatz. Ich finde es krass, wie viele jetzt schon da sind. Bisher ist auf jeden Fall schon mal echt voll die schöne Stimmung. So, Mädels, ihr seid noch nicht so weit hier. Helft uns lieber mit. Aber einer muss doch die Videos machen. Da habt ihr euch echt das größte Zelt ausgesucht. Jo, wir kuscheln gerne. Der Plan ist ja, dass wir hier praktisch ganze Leute treffen. Und das ist auch das Ganze, was das Camp, glaube ich, ziemlich sinnvoll macht, ist, dass die Helfer nicht alle einzeln reinfahren, sondern am Ende haben wir 4 Busse, die die Menschen dann reinbringen. Und dann verstopfen wir halt die ganze Straße nicht so. Also erstmal mega cool, dass ihr alle gekommen seid. Ganz, ganz vielen Dank, ist echt mega krass. Nochmal ganz kurz zum Tagesablauf morgen. Und zwar werden wir um 8 Uhr mit dem Frühstück starten. Ich hoffe, bis dahin seid ihr alle halbwegs wach. So Mädels, ihr seht doch ein bisschen verpennt aus. Ja. Wir haben jetzt unseren ersten richtigen Tag. Hier sind noch ein paar Leute angekommen. Gestern Nacht oder heute Morgen. Bist du ready? Ich bin ready. Dylan, bist du auch ready? Ich bin komplett ready, meine Finger sind geschützt, es kann losgehen. 4. Fahren wir nach Island? Nein, ich fahre nach Arbeiter. Ach, okay. Hier wird sich noch schön gemacht für den Arbeitseinsatz. Ja, ey, das ist so wichtig. Immer gut aussehen. Alle Helfer wurden morgens in Gruppen von 30 Leuten eingeteilt. Die Gruppenleiter haben schon Tage vorher nach Orten gesucht, an denen Hilfe benötigt wurde. Hier haben wir dann zusammen mit der Arbeit angefangen. Also wir sind euch Helfern hier so dankbar, weil ihr diejenigen seid, die uns motivieren, nicht aufzuhören. Alleine können wir das nicht bewältigen. Dass ich mir vorher noch die Frisur gemacht habe. Ey, eure Kette funktioniert ganz gut, oder? Mittlerweile, mittlerweile. Johannes, machst du da Büroarbeit? Ja, das ist Büroarbeit. Als ob Johannes Buchführung machen würde. Ein gutes Tempo, was du hier vorlegst. Ja, aber ich finde, mit der Kette geht es echt gut. Mit so vielen Leuten geht es echt schnell.
hier übel ab als Team. Wir hauen hier einen Haufen nach dem anderen raus. Das Ausmaß der Zerstörung, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Es ist einfach mindblowing, diese Dankbarkeit und Solidarität der Leute hier zu erleben. Schön die ersten Kampfspuren, aber macht Spaß. Das ist richtig nice, den Leuten zu helfen. Voll. Wie ist das passiert? Sachen getragen. Hast du Maulwurf gespielt oder warum siehst du so aus? Ich musste ein Rohr reinigen. Wie oft seid ihr heute schon hoch und runter gelaufen? 1000 Mal, glaube ich. Mit Schränken 20 Mal bestimmt. Mit anderen Sachen mehr als 100. Ich freue mich, wenn ich duschen darf. Wieso? Du siehst doch eigentlich ganz sauber aus. Bist du eigentlich mit dem, was deine Mannschaft geleistet hat, heute zufrieden? Ich bin wunderbar zufrieden. Wir werden alle befördert zu Superschippern. Also die Profi-Schipper erkennt man daran, dass sie von oben bis unten in Schlamm eingesuhlt sind. Euer erster Einsatztag, wie war der? War echt gut, also mir habe viel machen können. Eine Frau hat heute im Altersheim geweint, weil sie sich so gefreut hat. Also ich fand es super von der Organisation her, wir konnten wirklich was machen. Die Solidarität, die war Hammer. Wir haben den Keller leergeräumt, wo wir waren, das ist richtig gut. Was ich bei deinem Outfit ein bisschen schade finde, ist, dass das Motto nicht mehr lesbar ist. Man sieht wenigstens, dass ich gearbeitet habe. Ja, okay, das stimmt. Also mein Tagesfazit ist, dass es mega cool ist, auch wenn man alleine ist, auch wenn man niemanden kennt, einfach zu kommen und zu helfen. Weil Hilfe wird überall gebraucht. Der Tag war hart, oder? Genau das Richtige nach so einem schönen Tag am Arbeiten. Bin ich schon sauber im Gesicht? Hi Leute, cool, dass ihr alle gekommen seid. Wir möchten jetzt das Buffet eröffnen, weil ich habe Hunger. Schmeckt's? Sehr lecker. Gemütlich? Ja. Ist ja auch eine Badewanne. Nur das warme Wasser. Real life. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Vielen Dank, Leute. Jeden Tag war es aufs Neue krass, das Ausmaß der Zerstörung zu sehen. Alleine hätte man oft gar nicht gewusst, wo man überhaupt anfangen soll. Der Schlamm hat fast alle Sachen komplett zerstört und alles musste raus. Besonders hier war es unglaublich zu sehen, wie viel schneller wir mit so vielen Leuten vorangekommen sind. Alleine die Eimerketten haben mir immer unglaublich viel Zeit und Kraft gespart. Sinan mit Schwung. Jawohl. Ja. An was Sinan, erinnert dich das Geräusch? Sinan. Meinst du dieses Geräusch? Ich glaube, ich brauch's nicht zu sagen, das weiß jeder. Aber es geht noch besser, Achtung. Mädels, wisst ihr, was witzig ist? Was? Man erkennt ganz genau, wer an der Front steht. Schön geworden.
Mädels, was ist hier los? Cinematic. Aber es steht euch. Ja, danke. Wenn Frauen keine Wäscheleine haben, werden die schon ziemlich kreativ, oder? Hallo? Willst du die gleich nochmal anziehen? Muss ich, ja. Du siehst auch so aus, als hättest du ordentlich dich angepackt. Richtig angepackt, Junge. Wie schmeckt denn der Schlamm? Eine leichte Nutella-Note. Gut, nach Arbeiten schmeckt der Schlamm. Also kannst du sagen, wie viel Uhr wir haben? Jetzt ist 10, ich weiß gar nicht. Ist jetzt Mittagspause? Yes. Jawohl. Man hätte dir jetzt alles andrehen können, oder? Du wärst eh dankbar gewesen. Du hast auch leer geputzt. Klar, muss. War gut. Cheers. Cheers. Ab jetzt, Mister. So, guck mal, ich habe ein schönes Bild von einem Esel. Da hat er mich. Den Pizza bestellen. Oh. Salami. Alles gut. Okay, alles klar. Nein, mal weiter. Ja, ich komm gleich, ciao. In der Gruppe gibt's auch die Leute, die einfach keine Teamworker sind. Sinan, hast du keinen Bock mehr auf Teamwork? Überhaupt nicht, ich will alles alleine machen. Hallo, McDonalds, Ihre Bestellung bitte. Moin, servus. Ein McFlurry bitte. Alex, das war der Eimer, den brauchst du noch. Ich hol den jetzt auch wieder raus. Daniel, hast du einen Stuhl gefunden, damit du wieder Pause machen kannst? Mist. Das wird mein neues Bike. Das geht noch voll. Bisschen Zeug entfernen und... Das funktioniert. Ihr habt einen Platten, Leute! Ihr habt einen Platten! Die wiegt eine Tonne. Ich hatte die Idee, dass wir eine Kette bilden und einmal durchs Feld durchlaufen. Weil das ganze Hin- und Herlaufen, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist unsere Strategie, um Ketten zu bilden, mit einer Armlänge Abstand. Eine Kamera. Geil, hab ich gefunden. Du hast ziemlich kurzen Prozess mit den Sachen hier gemacht. Man darf da nicht lang fackeln. Das ist eine Treppe. Ach, das ist eine Treppe? Ja, genau. Ah. Da muss freigeschaufelt werden, damit wir hier den Schlamm rausbringen können. Woran erkennt man die wahren Helden? Nee. Die wahren Helden erkennt man daran, dass sie von oben bis unten eingesaut sind. Wie dieser Kollege hier zum Beispiel. Ja. Hier ist auch eine wahre Heldin.
Chris, wie ist das Teamwork so? Ja, es läuft sogar ganz gut. Alle helfen mit und ja, jetzt gerade nicht so. Macht das Spaß, ein Teil vom Team zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer froh, Leuten zu helfen. Oh, der ist der so macht Arbeiten Spaß. Daniel, was macht ihr da? Wir tanzen ein bisschen. Die Schippe ist gut eingesaut, oder? Die Schippe ist gut eingesaut, ich auch. Hallo! Ja? Moin, was gibt's? Ah, hey. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Nein! Glaubst du, kriegst die Hose jemals wieder sauber? Ich dachte, ich schmeiß sie einfach weg. Hier versucht der Nächste verzweifelt, seine Gummistiefel sauber zu kriegen. Ja, ich will den Bus ja nicht zu dreckig machen, ne? Man erkennt einen richtigen Amateur daran, dass er keine Gummistiefel anhat. Nein, das musst du. Ja, okay. Ich filme gleich nochmal deine Füße, ja? Mach das. Vorher. Füße sind trocken, also war die Entscheidung okay. Also die Entscheidung war okay oder war gut? War okay. Okay. War die Arbeit hart? Du siehst auch ziemlich gut aus. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Hast du immer schon die Schuhe an? Ja, die hatte ich jeden Tag an. Die waren perfekt dafür. Ich bin K.O. Mega coole Aktion, die drei Tage. Man sieht einfach, dass die ganzen Leute so mit Herzen dabei sind. Also was ist euer Tagesfazit heute? Dass man zusammen viel erreichen kann. Das ist ein gutes Tagesfazit. Ganz kurz, wie war der Tag heute? Go! Sonnermeister Daniel! Wir müssen jetzt erstmal messen, wie heiß der Hot Tub ist. Vorhin war er schon fett am Kochen, aber jetzt, was haben wir hier? Aha! 40, können wir noch ein bisschen Dampf unterm Hintern machen, da kriegen wir noch die 50 voll, würde ich sagen. Was machst du jetzt? Sag mal kurz. Also erstmal die Füße in den Eimer und dann kommt heißes Wasser und dann gibt es ein heißes Fußbad. Und das hilft allen Füßen. Das ist ein Service hier. Das ging gestern schon den ganzen Abend hier, die ganze Runde einmal Fußball. Jetzt habe ich einen Applaus für den Fußball, Mann. Dankeschön. Mir macht Spaß, anderen eine Freude zu machen und viele Leute haben daran Freude, das verbessert hier die Stimmung. Die Idee ist einfach so geil. Beim nächsten Tag, wenn er möchte, wie es will, von den ganzen Gummistiefeln tragen. Der Plan ist jetzt, hier ist ein bisschen Wasser drin, das Wasser muss raus und das machen wir jetzt ganz langsam und gediegen. Alles auf einmal. Und los! Weg! Leinbein, die Wasserfall. Seid ihr auch ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist? Ja. Wie war die Zeit hier im Camp? Ich fand's super. Erstmal super geiles Gefühl, da mitgeholfen zu haben. Ja, ihr kennt euch gar nicht. Nein. Wir haben uns hier kennengelernt. Einerseits Spaß gemacht, aber andererseits auch echt schöne Leuten helfen zu können, irgendwie, die da Hilfe brauchen. Also ich fand die Kombination aus Camp und Helfen einfach super cool. Man konnte sich hier im Camp kennenlernen und dann war so der Zusammenhalt beim Arbeiten auch noch besser. Und man hat so wirklich als Team, als Einheit gearbeitet und das war einfach ganz großartig. Es lohnt sich jede Minute von Stunde zu Stunde und das würdet ihr selber merken, wenn ihr hier auch gewesen seid.
Also deine Empfehlung wäre auf jeden Fall beim nächsten Event dabei zu sein? 100%. Und wenn du nicht kommst, bist du selber schuld. Du bist wahrscheinlich unsere jüngste Teilnehmerin. Wie fandst du denn die Veranstaltung hier? Ja, es war nice. Es war richtig cool. Wenn man Not sieht, ist es immer überfordernd. Aber zu merken, es braucht so wenig. Etwas Zeit, das man gibt, und die Menschen, denen du hilfst, die sind so dankbar. Vielen, vielen Dank, dass ihr unseren Keller leergeräumt habt. Das ist ganz super. Bin so froh für die Hilfe. Ging schneller, als wenn man selber macht? Auf jeden Fall. Wir aus der Dr. von Ehrenwaldschen Klinik sind unendlich froh, dass ihr hier seid. Wir hätten das niemals alleine geschafft. Danke, danke, danke. Und ich finde hier diese Aktion so super. Vor allen Dingen, dass noch ein Nächstenliebe Hintergrund da ist. Ciao, bis zum nächsten Mal. Jonas, was machst du da? Du verbindest da die Menschen miteinander, oder? Ich verbinde die Menschen miteinander, ja. Wir haben hier so eine Karte aufgestellt, wo jeder einen Nagel reinschlagen sollte, wo er herkommt. Und es ist echt krass, wo überall die Leute, die aus ganz Deutschland und der Schweiz sogar angereist sind. Echt mega geil. Und das war nur am letzten Tag, also die war erst am letzten Tag hier. Das heißt, eigentlich war sie komplett voll, ne? Eigentlich war sie komplett voll, ja. Danke, dass ihr alle mit dabei wart und einen Unterschied in Arbeiter gemacht habt. Das war echt der Wahnsinn zu sehen, wie viel möglich ist, wenn so viele Leute mit anpacken. Wir haben uns fast ein bisschen schlecht gefühlt, jetzt schon nach Hause zu fahren, weil da einfach immer noch so krass viel zu machen ist. Und deswegen ist echt wichtig, dass wir die Leute da jetzt nicht vergessen und da weiterhin einen Unterschied machen. Deswegen haben die Hilfsorganisationen eine Website erstellt, wo ihr euch anmelden könnt, und zwar helfernetzwerk.org. Dort ist genauso organisiert wie bei uns im Camp, also ihr bekommt Schlafplätze, Essen und werdet koordiniert in die Einsatzgebiete gefahren. Das nächste Video wird richtig krass und es kommt nächste Woche Montag um 16 Uhr pünktlich diesmal. Deswegen abonniert diesen Kanal. Kommt ihr nicht pünktlich an. Ciao!